Das Land Elsaß-Lothringen. Von 1871 bis 1945 hin und her geschoben zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich. Ein Teil davon, der Sundgau, im oberen Elsass gelegen. Der Ort St. Ulrich, nicht weit der Schweizer Grenze.
Schön, sagte ich mir, es ist eben alles verkehrt im Kriege. Deshalb, weil man nicht töten wollte, wird man ganz einfach zum Tode verurteilt. Und doch wurde ich wütend bei dem Gedanken, dass so ein paar bezahlte höhere Offiziere, die vielleicht noch nie im Feuer gewesen waren, das Recht haben, über arme Kerle, die fast 4 Jahre dieses Kriegselend durchkostet hatten und nur ihr bisschen Leben retten wollten, das Todesurteil fällen. Hätten nicht vielmehr diese Menschen, die die Soldaten zum Aushalten an der Front und zu den oft verlustreichen Angriffen trieben und von denen jeder eine gewisse Zahl auf dem Gewissen hat, nicht 1000-mal eher den Tod verdient? August 1914. Die Proklamation. Der Ausmarsch freudiger Regimenter. Das Volk jubelt. Ein Augenzeuge. Die wahren Helden schauten aus den Fenstern. Da war einer, der legte sich beängstigend weit hinaus übers Fensterbrett und brüllte hoch und wieder hoch, dass die Glatze so rot wurde wie das Blut, das die anderen vergießen sollten. Richard gehörte zu denen, die dazu ausersehen waren, Blut zu vergießen. Und zum Tode verurteilt.